Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Heute geht es, nein, nicht um diese Schieblehre, die liegt da nur, damit der Fokus jetzt ein bisschen was zu tun hat. Heute geht es um mein zweites Moki-Messer, was ich mir gegönnt habe. Vor einigen Monaten fing ja alles mit meinem ersten Moki im Prinzip an, das ich mir in meinem Messerladen ausgesucht habe. Und ja, das war ja schon ein recht kleines, zierliches Messer. Aber ich wollte noch ein kleineres, noch ein eleganteres Messer haben und habe mich dann so ein bisschen umgeguckt im Internet, in verschiedenen Shops, auf YouTube. Dabei ist mir das Video von Stefan Schmalhaus untergekommen, wo er das The Rapist gezeigt hat. Das hat mich auch sehr angesprochen, hätte ich mir auch gerne gekauft. Nur es ist im Moment ein bisschen schwer zu bekommen und vor allen Dingen auch relativ hochpreisig für so ein kleines Messer. Also habe ich mal nachgesehen, was Moki sonst noch so im Angebot hat und bin auf ein ganz kleines, zierliches Messer gestoßen, das Moki Red Fox. Und hier ist es. Ihr sehen könnt, ein wirklich kleines und zierliches Messer. Geliefert wird das Messer in der typischen Schachtel von Moki, sehr aufwendig und schön gestaltet. Es kommt mit diesem Lederetui hier. Es verfügt über eine Gürtelschlaufe, um es senkrecht am Gürtel zu tragen. Es ist schön mit weichem Leder ausgestattet oder es ist weiches Leder, sodass dem Messer nichts passiert, wenn man es hier reinschiebt. Und dann stellt sich Moki offenbar das Ganze so vor, dass man dieses kleine, zierliche Messer am Gürtel trägt. Und da muss ich sagen, das ist nicht das, was ich mir für so ein zierliches Messer vorstelle. Ich möchte es gerne direkt in der Hosentasche tragen, allerdings auch schützen, damit es nicht verkratzt. Und von daher bin ich im Moment ausgewichen auf ein anderes Etui, was ich in meinem Besitz habe. Und zwar das von meinem Victorinox mit dem Geldschein-Clip, das ganz kleine. Und ich habe es einfach mal ausprobiert. Und wie man sieht, verschwindet das Moki in dieser Hülle auch fast vollständig und ich kann es so in die Hosentasche stecken. Zu den Abmessungen. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 14,8 cm. Die Klinge beträgt davon 6,3 cm. Die Klingenstärke beträgt 2,3 mm. Und das Gewicht schlanke 37 Gramm. Man spürt es also kaum in seiner Hosentasche. Als Stahl verwendet Moki wieder den bekannten AOS-8 Stahl, aus dem auch schon die Klinge meines ersten Mokis gemacht worden ist. Ich hätte natürlich auch gerne mal den WG-10-Stahl ausprobiert, wie er beim The Rapist eingesetzt wird. Aber wie gesagt, da war mir der Preisunterschied dann ein bisschen zu teuer. Und deshalb denke ich, wenn mir der AOS-Stahl bei meinem größeren Moki gute Dienste leistet, und das tut er, lässt sich also sehr leicht nachschleifen oder nachschärfen, und hält die Schärfe auch relativ gut. Und da denke ich doch, dass das hier bei diesem Messer ähnlich gut funktioniert. Das übrigens
out of the box, wie man so schön sagt, rasiermesserscharf von Muki ausgeliefert worden ist. Was auffällig ist, im Gegensatz zum anderen Muki, was ich hier jetzt mal eben mit ins Bild hole, hier ist auf der Klinge angegeben Handmade Knife Muki, also das normale Logo sozusagen. Das finden wir jetzt hier auf dem kleineren Muki nicht, sondern da ist relativ dezent an der Klingenwurzel hier der Firmenname eingestempelt. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, denn die Klinge ist wirklich schon so zierlich. Wenn man da jetzt noch irgendwie großartig irgendwelche Aufdrucke oder Ätzungen drauf gemacht hätte, dann wäre das ästhetisch sicherlich nicht ganz so schön geworden. Was schon auffällt, die Klinge ist spiegelpoliert. Das heißt, sie zieht Fingerabdrücke magisch an. Deshalb werde ich hier mal eben für Abhilfe sorgen. Um die Größe noch mal etwas genauer einschätzen zu können, lege ich jetzt mal ein paar andere Messer daneben. Wir haben hier also mein erstes Muki, das eine Gesamtlänge, das jetzt richtig in Erinnerung habe, von 16,8 cm hatte. Also 2 cm kürzer. Dann haben wir hier mein Minandi für Arme, also von Sanrenmu das H02, was ja auch schon ein relativ kleines und zierliches Messer ist, aber selbst das ist noch größer. Und als letztes hole ich noch mal mit ins Bild meinen Grasshopper von Spyderco. Der ist nur noch ein Tick kleiner und auch leichter als das neue Muki. Die Verarbeitungsqualität ist wieder Muki-typisch, sehr, sehr gut. Wenn wir uns hier mal die Inlays angucken, die sind aus chinesischem Quittenholz. Die sind so gut angepasst, dass man mit dem Finger den Übergang zwischen dem Edelstahl und den Einlagen überhaupt nicht erfüllen kann. Und dann auch wieder Muki-typisch den Übergang zwischen der Klinge und dem Messerrücken. Hier ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Erst wenn ich über den Backlog die Klinge löse, kann man den Spalt sehen. Und sobald ich die Klinge wieder einschnappen lasse, verschwindet der Spalt fast spurlos. Also wirklich perfekt gearbeitet. Wie schon eben erwähnt, das Messer hat einen Backlog, der die Klinge arretiert. Es handelt sich hier um ein 42A-konformes Messer. Da lege ich ja im Moment so ein bisschen mein Hauptaugenmerk drauf, dass ich meine Messer, die ich mir kaufe, auch uneingeschränkt tragen kann. Und da gibt es hier mit diesem Messer kein Problem. Auch wenn man natürlich mit ein bisschen Geschick die Klinge mit einer Hand öffnen kann. Aber da ist es doch fast einfacher und auch schneller, sie mit zwei Händen eben aufzuklappen. Der Klingengang des Red Fox ist sehr weich, sehr leicht.
Der Backlog lässt sich leicht wieder öffnen, dass man die Klinge schließen kann. Die Klinge wird auch gut gehalten, also der Detent ist sehr gut. Muss also schon am Anfang ein bisschen kräftiger ziehen. Ich habe das Mugi jetzt seit einer knappen Woche täglich dabei, so als EDC-Messer. Und ich muss sagen, es ist im Büro ein sehr schönes, sehr gut zu nutzendes Messer. Es lässt sich sehr toll Obst damit schneiden. Meine Äpfel, die ich damit schneide, die teilen sich fast schon freiwillig, wenn sie in die Nähe dieser Klinge kommen, weil, wie schon gesagt, die ist sehr, sehr scharf. Und dadurch, dass sie so dünn ist, schneidet sie natürlich auch sehr gut durch das Obstfleisch. Auch andere kleine Tätigkeiten, für die man so im Büro ein Messer nutzen könnte, das heißt, ein Päckchen öffnen, Briefumschläge oder Pakete öffnen, ist damit überhaupt kein Problem. Da brauche ich mir kein 150 Gramm Messer in die Hosentasche zu stecken, um solche Sachen machen zu können. Und selbst im feinsten Anzug, in der kleinsten Tasche, kann ich dieses Messer ganz hervorragend mit mir führen. So, das war's schon zu meinem neuen kleinen eleganten Moki. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch denen, die sonst nur auf große taktische Folder stehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.